Genau, darüber würde ich gerne mit Ihnen sprechen, nämlich über diese Asylverfahren in Drittstaaten. Das haben mehrere Länder schon probiert. Bislang ist es nur einem gelungen, nämlich Australien. Zuletzt ist Großbritannien daran gescheitert. Deswegen nennen das auch alle Ruanda-Modell. Großbritannien wollte Asylverfahren in Ruanda machen, hat 400 Millionen Euro gekostet, ist letzten Endes gescheitert. Ruanda will das Geld jetzt nicht zurück überweisen. Nicht ein einziger Flüchtling wurde dorthin gebracht. Wie wollen Sie denn die Österreicherinnen und Österreicher davon überzeugen, dass so ein Modell überhaupt funktioniert? Also zunächst einmal ist es uns gelungen, 15 EU-Mitgliedstaaten von 27 davon zu überzeugen, dass das der richtige Weg ist. Und natürlich, das ist keine parteipolitische Ansage, sondern aus meiner Sicht eine sicherheitspolitische Notwendigkeit. Warum? Schaffen wir es, Asylverfahren in sicheren Drittstaaten durchzuführen, zerschlagen wir das Geschäftsmodell der organisierten Kriminalität. Dieses Versprechen lautet, ich bringe dich über gefährliche Routen, übers Mittelmeer um 5.000 Dollar über den Landweg innerhalb der EU. Und dann hast du die Chance, über Asylverfahren dort irgendwie einen Aufenthalt zu erreichen. Und genau dieses Problem können wir damit stoppen. Das heißt, wir haben zwei Vorteile dadurch. Einerseits zerschlagen wir das Geschäftsmodell der organisierten Kriminalität. Zum anderen nehmen wir den Druck da von den Außengrenzen weg, schaffen einen geordneten Zuzug in die Europäische Union, weil natürlich geordnete Migration in den Arbeitsmarkt wichtig ist. Was wir verhindern müssen, ist Migration in das Sozialsystem. Das ist eigentlich dann da der Hauptfokus und nicht nur von Österreich, sondern mittlerweile von allen europäischen Unionsmitgliedsländern, die von Migration betroffen sind. Siehe gerade diesen Umkehrdenken auch in der Bundesrepublik Deutschland. Das heißt, es ist das Bohren harter Bretter, da haben Sie recht. Es ist auch nicht trivial umzusetzen, aber es muss passieren. Und es ist dieser nächste wichtige Schritt, der gelingen muss und er kann gelingen, indem wir eben beginnen, auch neu zu denken, wie wir mit den Staaten umgehen, sei es in Nordafrika, sei es in anderen Regionen dieser Welt, die mit uns bereit sind zu kooperieren, welchen Vorteil die auch davon haben und über diese Vorteilssituation dann bereit sind, auch dieses schwierige aber Thema Migration mit uns anzugehen. Der Vorteil kann ja nur Geld sein. In Australien, wo dieses Modell eingesetzt wird, im Übrigen, da kommen auch noch Asylwerber an, dort, wo es eingesetzt wird, ist dieses System im Betrieb extrem teuer. Nur damit man sich was vorstellen kann, ein einziger Flüchtling kostet da 2,6 Millionen Euro pro Jahr. Das ist insgesamt ein extrem aufwendiges System. Um dieses Geld könnten Sie in Österreich Flüchtlinge sehr, sehr gut und sehr, sehr einfach integrieren. Warum dann anders? Also man darf dieses, ich finde, ganz offen gesagt, man darf das überhaupt nicht so vereinfachen, die ganze Situation. Wir haben einen massiven Migrationsdruck erlebt in Österreich. Wir haben ihn jetzt Gott sei Dank in den Griff bekommen. Wir haben die illegalen Grenzübertritte von Ungarn nach Österreich um 97% reduziert. All das hat aber ja massive Konsequenzen fürs Sozialsystem, fürs Bildungssystem, auch für die Sicherheitslage. Das heißt also, und nochmals, es geht nicht nur Österreich so, sondern Deutschland, Schweden, Dänemark und die sind auch jetzt mittlerweile unsere stärksten Verbündeten. Das heißt, was wir erreichen müssen, ist, dass wir eben durch diese Maßnahmen Bündel, die man nur setzen kann, eben eine Ordnung hineinbringen, denn schaffen wir das nicht, wird Folgendes passieren natürlich. Es werden die Radikalen immer stärker in den jeweiligen Demokratien, die dann vorgeben, Lösungen zu finden, die gar keine sind, die vom Problem lösen, also vom Problem leben, aber die Probleme nicht lösen. All das sind dann die Herausforderungen, die wir haben werden. Daher sind wir jetzt gefordert, und das ist ja die Initiative Österreichs, immer mehr Verbündete zu finden. Die Bundesrepublik Deutschland hat noch vor 2 Jahren gesagt, es gibt kein Problem mit illegaler Migration. Jetzt ist es uns gelungen, auch aufgrund der dramatischen Ereignisse in der Bundesrepublik Deutschland nicht zuletzt auch, diesen Umdenkprozess zu beschleunigen. Rückführungen nach Afghanistan und Syrien sind kein Tabu mehr, sondern sind mittlerweile eben auch schon ein Bestandteil davon, wie man tatsächlich dieses Thema illegale Migration, Straftäter tatsächlich in den Griff bekommt. Also das heißt, es braucht hier eine Fülle von Maßnahmen und Österreich hat hier einen sehr wesentlichen Beitrag geleistet. Aber wir wollen ja Ihre Lösung verstehen. Wir wollen ja Ihre Lösung verstehen. Sie sagen, wir brauchen diese Lösung, um die radikalen Ränder nicht zu stärken, weil wenn wir sehr, sehr viel Geld ausgeben für ein Flüchtlingssystem, wird das nicht auch für viel Kritik sorgen? Ganz ehrlich, ich kann jetzt Ihre australischen Zahlen weder nachprüfen noch nachvollziehen. Entscheidend ist doch, dass jeden einleuchten muss, dass man das Geschäftsmodell der organisierten Kriminalität zerschlägt. Das ist ja oberstes Gebot. Wir müssen doch verhindern, dass die Menschen über gefährliche Fluchtrouten übers Mittelmeer oder über den Landweg kommen. Wir müssen doch gerade die versuchen, unter denen habhaft zu werden, die das Leid der Menschen ausnutzen. Und wir müssen Perspektiven schaffen für die Problemzonen sozusagen auf dem afrikanischen Kontinent, die Innovation, auch Investition brauchen, um Stabilisierung herzustellen, auch selbst eine Wirtschaftsgeschichte damit erzählen können und auch Wohlstand aufbauen können. Und entscheidend ist, dass es eine Kombination ist. Nochmals, das ist kein triviales Problem, das habe ich auch nie behauptet, dass irgendwie leicht gelöst werden kann. Aber das Schlimmste ist, wenn wir es ignorieren
und nicht lösen. Denn die, die davon am meisten profitieren, sind die Kriminellen, die das Leid der Menschen ausnutzen. Und ich finde, das gehört beendet. Aber es ist insgesamt ein sehr, sehr aufwendiges, sehr komplexes, enorm schwierig umzusetzendes System. Denn ganz klar, kaum ein Land will Asylwerber, vielleicht sogar Straftäter, auch das steht in ihrem Modell, aus einem anderen Land aufnehmen. Das kostet wahnsinnig viel Geld, ist extrem aufwendig in der Umsetzung. Die Frage ist ja, ist Ihr System, so wie Sie es vorschlagen, auch tatsächlich in die Praxis umzusetzen? Ja, weil Sie sehen, dass wann immer Sie es schaffen, auch die Erzählungen umzudrehen, wenn immer sie es schaffen, die Werbemaßnahmen sozusagen der Schlepper und der organisierten Kriminalität zu durchbrechen, indem sie dann doch es schaffen, dass berichtet wird über Verschärfungen. Wir haben zum Beispiel einen enormen Polizeidruck ausgelöst und haben über 700 Schlepper festgenommen. Deswegen machen jetzt die Schlepper einen Bogen um Österreich. Das heißt, die Kombination an Maßnahmen hat sehr wohl eine Effizienz und auch einen Sinn. Und vor allem, man darf eben und muss wirklich versuchen, einen geordneten Weg in den Arbeitsmarkt in der Europäischen Union sicherzustellen. Und das kann quer über die Welt sein, weil das ist auch die Kontrolle der Staaten darüber, wer dann tatsächlich kommt. Auch damit auch planbar die Integration, das ist auch wichtig. Und auf der anderen Seite die Mischung zwischen Asyl und Migration damit zu beenden. Wer vor Flucht und Verfolgung, also wer vor Verfolgung und Gefährdung geschützt werden muss, der soll auch tatsächlich Schutz erhalten. Und die, die aus Migrationsgründen sich auf den Weg machen, um ihre wirtschaftliche Lage zu verbessern, da braucht es geordnete Prozesse, damit beide Seiten etwas davon haben. Und da brauche ich die Kooperation von sicheren Drittstaaten. Da brauche ich auch Perspektiven, gerade in Nordafrika. Das war der Grund meiner Afrika-Reise damals, gemeinsam mit der Wirtschaft auch hier neue Perspektiven zu schaffen, weil wir nur systemisch diesem Problem Herr werden können. Das heißt, man muss viele Punkte setzen, nicht nur sicherheitspolizeilich, sondern wirtschaftspolitisch, außenpolitisch, um tatsächlich dann gegen illegale Migration etwas zu erreichen.